Moin Leute, da sind wir wieder. Wir wollen ja immer noch den Safe knacken. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal wieder runtertoben. Wir haben natürlich Verflucht, dadurch, dass wir gibt hier Ärger. Ist da jemand? gut durchgeschlichen sind, haben wir natürlich alle Söldner umlegen müssen. Da seid ihr ja. Oh, da kommt gleich der nächste. Mit dem habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Meine Herren, aber ich glaube, wir haben mittlerweile alle umgelegt. Nein, haben wir nicht, denn da kommen immer noch mehr Söldner. Ihr wollt zu den Nord gehören? Ja, möchte ich. Und ich glaube, jetzt habe ich dann aber wirklich sämtliche Söldner umgelegt. Mann! Gut, dann wollen wir doch mal gucken, was hat der denn? Oh, die wiegen nichts und ne, hier schön viel Wert. Die Waffen lasse ich jetzt erstmal da. Habe ich denn hier nicht noch irgendwie einen umgelegt? Oh, schön. Nee, die darfst du behalten. Die Waffe darfst du auch behalten. Also ich glaube, hier ist wieder irgendwie einer durch den Boden gefallen, leider. Macht aber nichts. Ja, hier geht's jetzt weiter. Wir müssen ja mal in den Keller kommen. Dank des Schlüssels ist das ja nicht so das Problem. Nee, Holzschale brauche ich nicht. Ja, Schleichen vor Swin. Ich hab's wieder so verbockt. Ich denke mal, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hätte, hätte man die alle umschleichen können. Ich habe es natürlich wieder gnadenlos nicht geschafft. Dann wollen wir doch mal. Was war das? Angriff! Gut, da hat's die Söldner auch alle gehimmelt. Sagten die nicht irgendwas von 8? Irgendwie sind das hier, das kommt mir beinahe vor wie 80. Gott, habe ich jetzt viele Schlüssel hier für dieses Ding. Ja, noch eine Kiste. Na, mal gucken. Ah, da können wir wieder schön Dietriche abbrechen. Aber wenn ihr mal guckt, da unten steht 99 plus. Also ich habe so viele Dietriche. Ich müsste mal nachgucken, wie viel ich da überhaupt habe. Oh, schön. 250 wert. Ja, eine Verkaufssession muss ich auch mal wieder machen. Haben wir denn da? Ja, die Eimer darf's behalten. Nehmen wir uns mal unser zweites Schwert. Da unten, da müsste irgendwo der Safe zu finden sein. Was? Gold. Jetzt sag nicht, da kommen noch mehr Söldner. Ist da jemand? Ah, er scheint jetzt das Interesse an uns verloren Ist zu wohl haben. meine Fantasie mit mir durchgegangen? Sehr schön, hat sich ja doch gelohnt, dass wir die Stiefel angezogen haben. Ja, den Pelz nehmen wir mit. Bärenpelz nehmen wir mit. Fell nehme ich mit. Hirschfell. Das können wir alles benutzen, um es beim Schmieden zu verwursten. So, ein Söldner sollte hier noch sein. Oh, das sieht so aus. Wenn wir hier reinrennen, dann müssen wir wieder aufpassen, dass hier nicht irgendwo eine Falle ist. Sonst stehen wir hier in Flammen. Ihr hättet nie herkommen sollen. War eine nette Idee, bin ich bloß zu spät drauf gekommen. Möchte ich aber nochmal ausprobieren, weil das sah wirklich schön aus.
Jo! Hab euch. Naja, macht nichts. Also er kommt trotzdem auf uns zu. Gut. Aber so kann man es auch machen. Sah jedenfalls witzig aus. So, den... Noch ein Kellerschlüssel, den habe ich jetzt, glaube ich, dreimal. Ja, kann ich alles nicht mitnehmen, auch wenn ich es wollte. Ich muss ja jetzt gucken. Ach, das ist keine Bärenfalle. Ich dachte, das wäre eine. Ja, jetzt müssen wir aber hier langsam mal am Ende angekommen sein. Wo geht's denn hier hin? Ah, in die Kanalisation. Ja, gut, okay. Wir nehmen natürlich erstmal das ganze Gold an uns. Das hier so rein zufällig rumliegt. Dann knacken wir nochmal schnell die Truhe. Die Bienenstöcke, die Leute, die müssen wir ja auch noch anzünden. Wo ich noch immer keine Ahnung habe, wie ich das vollbringen soll. 14 Gold nehmen wir mit. Ja, wenn wir Glück haben, dann bringt uns das nochmal irgendwie ein Level up beim Schlossknacken. Ach nee, Quatsch, wir haben ja den Schlüssel. Die Kaufurkunde haben wir. Gold haben wir. Ja, dann gucken wir da nochmal bei der Quest. Was sagt sie denn? Laut und deutlich. Wir müssen jetzt nur noch die Bienenstöcke in Brand setzen. Und dann hätten wir es auch. Wir verpieseln uns mal durch die Kanalisation und schauen mal. Hier müssen wir dann allerdings wieder aufpassen. Bin ja vorhin, also in der letzten Folge, da so tölpelhaft durch sämtliche Fallen gestolpert. Ah ja gut, okay, hier können wir nur runterspringen. Ach, das ist die andere Seite, wo wir hochgeklettert sind. Ah ja gut, okay. Ja, diese hier haben wir ausgelöst. Die andere wurde ja von den Skevian ausgelöst. Da konnten wir ja nichts für, indem die auf uns zugehetzt sind. Ja, jetzt bleibt nur noch das Problem, die Bienenstöcke. Hier geht es dann wieder raus. Es sollte ja noch immer Nacht sein. So viel Zeit haben wir jetzt nicht da unten verbracht und im Haus. So, wir speichern nochmal richtig. Hallo? Habe ich vorbeigeklickt? Ja, das Problem ist, ich komme hier nirgendwo hoch und auch nirgendwo durch. Drüber, blöd. Nee, hier komme ich definitiv nicht. Hier komme ich dran vorbei. Schön. Ja, nochmal speichern. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das jetzt schaffe. Lassen wir die Spielchen. Gut, okay, dann machen wir das ganz anders. Wir rennen hier einfach mal hoch. Jo! Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Nee, den wollte ich doch gar nicht. Ah ja, gut, okay. Jetzt hier. Zack. Ab und weg, 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 weg. Das war jetzt nicht schön, aber was soll's, wir haben sie angezündet. Och nö, ne, jetzt habe ich wieder die Doppelheilung drauf. Ah, gut, okay. Jetzt funktioniert das auch wieder, auch wenn man aus Versehen kurzzeitig die Doppelheilung drauf hat. Mit dem Speichern. Ich habe nämlich meine Spieldateien mal reparieren lassen. Ja, und so viel Zeit muss sein. Wir rennen jetzt einfach mal zu Fuß nach Riften zurück. Vielleicht begegnet uns ja Kollege Drache nochmal.
Lydia müssen wir natürlich auch wieder abholen. Das war ganz gut, dass wir sie nicht dabei hatten. Hätten wir sie jetzt dabei gehabt, dann hätte das wieder nur Stress gegeben. Denn sie hätte sich da mit jedem angelegt. Wir hätten da nicht kurz reinlaufen können, mal ein paar Sachen anzünden und dann wieder raus. Nein, das hätte, glaube ich, nicht so wirklich geklappt. Aber ja, wir haben die Quest geschafft. Nicht schön, weil ich denke mal, in guter Sam Fischer-Manier hätte man auch sämtliche Söldner da drin umgehen können. Dafür hätte man sich einfach viel mehr Zeit nehmen können, also nehmen müssen, um dann zu gucken, welche Laufwege die haben. Aber für so ein Let's Play ist das immer, weiß ich nicht. Das ist, wenn ich dann stundenlang warte, nur um rauszukriegen, wie die Laufwege von denen sind, also stundenlang dann da rumwarten. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so interessant für euch gewesen. Achso, ich muss nochmal gucken. Und zwar Quest. Bla bla bla. Kehre zu Brynjolf zurück. Ah, der scheint aber jetzt oben zu sein. Denn mir wird hier unten gar nicht angezeigt. Ring, ring, ring. Wo ist er? Wo ist er nun? Wo ist er weg? Ach, mir wird anscheinend... Nee, das ist es auch nicht. Hier über den Hintereingang wird mir das angezeigt. Jetzt haben wir es. Schalter drücken. Ah, da ist der Schalter. Da hat der sich versteckt. Ja gut, okay. Hallo? Ja, hätten wir die Quest auch erledigt. Dann müssen wir noch ausladen. Hauptsache, hier läuft jetzt nicht wieder irgendwer rückwärts. Wie beim letzten Mal. Fand ich witzig. Halt, bevor wir das alles machen, meine Bekleidung. Ich hätte ganz gerne meine Stiefel wieder. Und zwar sind es, glaube ich, die gewesen, die ich anhatte. Ja, das müssen die gewesen sein, weil die ganzen anderen... Also die sind gar nicht schlecht mit 15% besser schleichen, aber das ist halt alles leichte Rüstung. Dafür hätte ich dann vielleicht so eine Art Schurken spielen müssen. Dann wäre das auch alles gar nicht so schlecht gewesen. Aber wir sind kein Schurke, wir sind Plattenträger. Ihr habt vielleicht ein Chaos angerichtet. Und Maven ist wütend. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr maximal 3 Bienenstöcke abfackeln solltet. Ich habe die Sache vorerst mit ihr geklärt. Euren Anteil könnt ihr aber vergessen. Ach blöd, naja. Okay, Entschuldigung, hier ist der Tresoranhalt. Wenigstens habt ihr euch eine Sache gemerkt. Lasst mich mal sehen. Maringot hat Goldenglanz verkauft? Was denkt sich der Idiot eigentlich? Er hat keine Vorstellung davon, wie wütend Maven wird, wenn man sie von einem Geschäft ausschließt. Aber das wird er schon noch herausfinden. Wenn sich auf diesem Pergament nur der Käufername und nicht dieses seltsame Symbol befände, habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Keine Ahnung. Mist. Naja, ich prüfe meine Quellen und rede mit Mercer. Aber ihr werdet euch erst einmal mit Maven Schwarzdorn unterhalten. Sie hat nach euch gefragt. Au, oh, die wird bestimmt stinkig auf uns sein. Gut, es ist dann der Zeit, dass ich sie treffe. Nicht so erwartungsvoll. Das ist kein Privatbesuch, sondern rein geschäftlich. Was will Maven von mir? Das geht nur euch und Maven etwas an. Und so soll es auch bleiben. Hört gut zu und redet nicht, dann bekommt ihr keine Probleme. Ja, okay, da ist ja, ne, hier, also wir haben die Quest ja total klasse abgeschlossen. Also ich glaube, noch schlechter konnte man die, glaube ich, nicht abschließen. Hallo? Hier, mach auf da. Wie gesagt, ich glaube, noch schlechter hätte man es gar nicht machen können, aber nein, ich wollte nach den Quest gucken. Die wollte ich rausnehmen und die wollte ich reinsetzen und wir reisen dann erstmal zurück. Weltkarte, und zwar reisen wir erstmal nach Weißlauf. Wir müssen ja Lydia wieder ins Gepäck packen. Und dann machen wir uns mal auf die Socken, um einer weiteren Hauptquest nachzukommen. Es gibt so unendlich viele Nebenquests hier.
Ich glaube, die schaffe ich gar nicht alle, bis ich dann mal hier durch bin. Denn auch irgendwann muss dieses Let's Play ja mal ein Ende finden. So, dann wollen wir doch mal ablegen, ablegen, ablegen. Was macht denn meiner? Meiner macht 24, ja, der ist sowieso besser. Ablegen. Aber Pfeile habe ich jetzt schon, ganz schön viele verschiedene. Da muss ich mal gucken, welche Pfeile habe ich überhaupt angelegt. Ja, alter Nordpfeil, Eisenpfeil, Elfenpfeil. Da haben wir 82 Stück schon von. Die lege ich mal an. Die haben Schaden von 16. Stahlpfeil 10. Da habe ich nur 10 Stück von. Aber die Elfenpfeile, ja doch. Hatte ich denn nicht? Doch, die Vulkanglaspfeile. Ja, da 10 Stück. Das ist mir einfach zu schade, die im Moment zu benutzen. Gut, Waffen. Dann, was haben wir denn hier noch? Nein, ablegen. Die wollten wir mitnehmen. Warum habe ich die nicht eigentlich angezogen? Nein, jetzt habe ich sie mit reingelegt. Ach Mensch, das ist blöd. So, hier, A, B, C, D, wo ist es? Ist jetzt, glaube ich, wieder nicht sortiert. Dann heißt das, ist das ganz unten. Das ist jetzt richtig blöd gelaufen. Da habe ich gepennt. Da sind sie. Gut. Bekleidung. Denn die möchte ich in eine andere Kiste packen. Fellrüstung weg, weg. Lederarmschienen, Lederrüstung, Stiefel weg. Die behalten wir. Das weg. Weg. Die ganzen Stiefel weg, das weg. Die müssen wir uns natürlich erstmal wieder anziehen, unsere Rüstung. Und bevor ich es wieder verpeile, packe ich die jetzt erstmal in meine schicke. Nee, ich habe ja hier auch noch der Beistelltisch, der ist leer. Da packe ich die mal rein. Das ist jetzt besondere Kleidung. Und da packen wir die auch noch mit rein, weil das sind echt gute Sachen und da möchte ich nicht durcheinander kommen. So. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas zum Ablegen? Nein. Nein. Den Wein können wir noch weglegen. Die Skeva-Schwänze, die packen wir doch auch noch weg. Das können wir nicht ablegen. Ein Buch hatten wir, glaube ich, noch. Naja, wurscht. Die Biene im Glas, Pelze weg. Ja, 108 Dietriche haben wir immerhin. Fell, noch ein Fell und noch ein Fell. So, dann Lydia eingepackt. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Genau, das sollst du auch. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn dahin? So, Karte. Auf der Karte ist das da, Kartspitze. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Ja, wir können nur Soldions Grube. Und da reisen wir dann auch mal schnell hin und dann gucken wir mal, wie wir von da aus weiterkommen. Hauptsache, da erwartet uns jetzt nicht gleich wieder ein Drache. Ich habe da ja immer so einen Hang dazu. Ich komme aus irgendeiner Kneipe oder einem Dungeon und habe dann gleich erstmal Spaß mit einem Drachen. Als ob ich es gewusst hätte. Gehört habe ich ihn schon, sehen tue ich ihn nur nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn nur. Naja, gut. Ach, Mensch, der will da nicht drauf springen. Da ist er. Ja, danke.
Schönen Dank auch noch. Naja, du schenkst mir gleich wieder richtig welche ein. Lande doch einfach mal. So, jetzt ran hier. Zack, ist er um der Drache und dann heilen wir uns mal schnell hoch. Was für eine Magie. Wir haben keine Magiker mehr. Na, dann nehmen wir doch mal die Seele auf. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele haben wir denn jetzt eigentlich schon von den Drachenseelen? Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Ja, haben wir auch ohne Schrei geschafft. So, nochmal speichern. Wie gesagt, ich hatte ihn nur gehört, aber nicht unbedingt gerade gesehen. Als ich ihn dann gesehen hatte, war schon wieder fast zu spät. Wir haben 8 Drachenseelen. Kühnes Frieden haben wir, glaube ich... Ich kann das ja mal alles den Favoriten hinzufügen. Ätherische Gestalt, ja. Kühnes Frieden. Tiere in der Nähe. Bla bla bla. Ja, 8 Seelen haben wir und ich weiß gar nicht, warum ich die noch nicht verbraten habe. Wir laufen nichtsdestotrotz, nachdem wir nochmal richtig gespeichert haben, Richtung... Questmarker. Man muss ja da auch irgendwie ankommen können. Da drüben müssen wir irgendwie hin. Da wollte ich nicht hin. Da waren so fürchterlich viele Hexen und sowas. Das würde ich ganz gerne erstmal umgehen, bevor ich nicht weiß, was da los ist. Was war das jetzt? Na komm mal her, ihr Mäuschen. Und das, wo ich gerade erst meine... Katzen mir besorgt habe. Bei Minecraft. Kann man mal sehen. Ach, da ist sogar ein Übergang, ein richtiger Übergang. Und gucken wir doch mal, wo wir da rauskommen. Also, im Moment laufen wir eben ja wieder so Try and Error mäßig hier durch die Gegend. Was ist das? Ach, hier ist der auferstandene Drache. Kommt hierher. Da ist Lydia, die uns ja dann doch irgendwie nochmal folgt. Hier war doch eben gerade noch eine Brücke. Wie komme ich denn hier zu dieser Brücke hin? Nicht ersaufen. Erstmal haben wir hier Strömung drin. Gar nicht gut. Und dann ballern die auch gleich auf uns. Hallo? Hab ich dir was getan? So sterbt schon. Auf was ballern die denn? Der ist mir jedenfalls nicht wirklich feindlich gesinnt. Ist der Lydia feindlich gesinnt? Oder gesonnen? Heißt das nicht gesonnen? Weiß ich gar nicht. Na, Adliger, was hast du mir zu sagen? Oh, funktioniert ja wieder alles klasse. Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt geht weiter, sonst befehle ich meinen Wachen, euch anzugreifen. Ja, ist ja gut. Achso, wir müssen sowieso hier... Hier müssen wir rüber. So, weiter geht's. Was machen die denn? Ach so, hier so ein... Hallo, hier. Komm an Land. Komm. Das ist so blöd. Also er kommt nicht an Land. Die greifen ihn an. Gut, dann kloppen wir die hier alle mit Pfeil und Bogen um und dann wird alles gut. Jetzt weiß ich auch, was die da angegriffen hatten. Lydia, auf was ballerst du denn jetzt noch? Da ist doch gar keiner mehr, oder? Ist da noch einer? Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Ich bringe euch um, wenn ich es muss.
Wo ist da? Schlammkrabbler, Dings, Teilgerät, da ist er. Gut. Gut. Den durchsuchen wir auch nochmal schnell. Jetzt haben wir hier aber auch alles. Dann sammeln wir nochmal die ganzen Pfeile auf, die Lydia hier in die Erde geballert hat. Das war also gar nicht an dem, dass er irgendwie Lydia angreifen wollte. Aber wir sind ja auch schon mal richtig. Oh Leute, ich sehe gerade, wir haben sowas von überzogen. Ich beende hier erstmal die Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's erstmal gut.